Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, was möchte ab dem morgigen Tag auf dich zukommen. Samstag, Sonntag und Montag. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Webseite. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch eine Karte. Schauen, dass ich das hier einmal rüberlege, damit du das alles ganz gut sehen kannst. Ich habe das hier einmal noch etwas rübergestellt. das hier einmal noch etwas umgestellt. So, meine Liebe, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich in den kommenden Tagen, aber auch Wochen, Monate zeigen? Zuallererst bekomme ich hier Gegebenheiten natürlich in der Liebe, in deiner Situation, allgemeine Gegebenheiten im Außen. Es wird sich etwas Neues zeigen und damit meine ich nicht die neue Eb-Variante oder Monkey-Variante, sondern etwas Neues ist im Werdegang und im Entstehen. Diesbezüglich wirst du da einiges eben auch erfahren, wie schon gesagt, in den kommenden Wochen, Monaten. Das Ganze wird sich auch sehr, sehr schnell ereignen. In deiner Situation sehe ich hier, schau bitte da individuell für dich. Ich sehe zwei Personen, irrelevant wie du hier auch schaust. Du wirst hier definitiv beobachtet. Das ganz, ganz eindeutig in der Liebe sowohl als auch berufliche Gegebenheiten. Jemand aus deiner Vergangenheit möchte erneut in dein Leben. Und schau bitte, wir haben hier die Femme Fatale. Ich sehe dich in deiner Leichtigkeit, ich sehe dich in deinen neuen Dingen, dass du in neue Dinge gehst. Viel Flirt, was sich hier zeigt. Diese Personen könnten schon in deinem Leben sein. Aber auch, es kann eine neue Person, und das hat sich auch gestern in der Single-Legung diesbezüglich gezeigt, also du kannst hier Single sein, du kannst in einer Partnerschaft sein, schau da bitte individuell für dich. Ich sehe zumindest, dass zwei Personen definitiv hier, ja, für die weibliche Person zeigt sich das hier ganz, ganz stark, dass man nach dir schaut und allerdings auch jemand aus der Vergangenheit auf dich schaut und dich beobachtet. Dich beobachtet im positiven Sinne. Und auch eine Gegebenheit, wo jemand dich schon sehr, sehr lange ins Visier genommen hat. Bitte keine Sorge haben, ja, ganz, ganz wichtig. Ich sehe, dass du hier in deiner Freude, in deinem Glück, in deiner Leichtigkeit bist. Aber auch vergangene Themen, dass die irgendwie zum Tragen jetzt kommen. Vor allem haben wir hier auch den Turm, der sich dann auch hier nochmal gezeigt hat, dass hier etwas ganz, ganz Plötzliches dich erreichen möchte, wird eben auch, ja. Ich gehe gleich noch auf andere Themen ein. Die Vergangenheit holt dich ein. Im Allgemeinen ist es die Situation, etwas Vergangenes, was du eigentlich schon kennst, was ich dann zu Anbeginn auch sagte, möchte ich hier nochmal in dein Leben treten und das ist irrelevant, für was du hier jetzt schaust. Und auch irrelevant, in welcher Gegebenheit du dich gerade befindest. Du weißt für dich, was eben jetzt so, es kommt unmittelbar auf dich zu, also man wird dich kontaktieren. Schau da bitte, in welchen Themen das diesbezüglich auch ist. Wenn das hier zwei männliche Personen sind, auch hier haben wir Schattenthemen, starkes Beobachten, sich verstecken. Jemand versteckt sich, ja. Jemand versteckt sich, irgendwie auch dir näher zu kommen, und das ist jemand aus der Vergangenheit. Und ich sehe, dass du mit einer Person hier definitiv das Glück haben wirst. Ja? Schau da bitte ganz speziell, deswegen betone ich das hier nochmal, wer diese Person ist, weil es könnte dich auch etwas aus der Vergangenheit wieder einholen, was hier definitiv mit Betrug zu tun hat, was hier definitiv mit Verlust zu tun hat, was hier auch definitiv mit toxischen Dingen eben auch zu tun hat. Und deswegen weißt du auch für dich, wenn hier diese Kontaktaufnahme diesbezüglich auch kommt, dass du in diesen Dingen, ich sehe dich auch, ja, ich sehe, dass du keine Zeit mehr verschwendest und dass du hier definitiv die Dinge auch erkennen wirst, weil das im Mittelpunkt bist du hier, was sich hier zeigt, und auch irrelevant. Du kannst hier auch als männliche Person schauen, ja, das bist du hier und du kennst diese Dinge, du hast es schon einmal erlebt. Es ist eine gewisse Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast. Und du weißt jetzt damit umzugehen, ja? Deswegen auch hier die Leichtigkeit. Du kennst die Situation schon und deswegen kannst du es leicht handhaben, ja? So wie der Magier die Tools handhabt, bekomme ich hier die Wiedergeburt, die absolute Befreiung. Du verschwendest keine Zeit mehr, du erkennst die Betrugssituation, weil der Fokus liegt hier bei dir, definitiv, ja? In diesen Dingen, was auch immer auf dich zukommt, was sich da eben so in deine Richtung nähert, Vergangenheit, Gegebenheiten, du wirst da etwas sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Aussprache, ich bekomme auch eine Aussprache, jemand möchte sich mit dir aussprechen. Wir haben hier den Parasiten und das ist das, was ich hier eben sagte, du kennst die Situation, ja? Du kennst die Dinge. Dann kann es nochmal sein, im familiären, gesundheitlichen Gegebenheiten, ja, dass sich etwas irgendwie vermehrt. Du kennst es schon, du hast es schon einmal erlebt, ja, du gehst den Dingen auf den Grund. Die Ursache dafür weißt du jetzt. Du kennst die Ursache dafür, weil es sich wiederholt, ja, dadurch, weil jemand es auch schon mal erlebt hat, ja. Das kann hier Mutter sein, das können generell, das kann Vater, Familie, das kann etwas im Freundschaftlichen sein, das kann etwas sein, wo du schon für dich eben auch weißt, was zeigt sich da im Gesundheitlichen, weil wir haben hier auch ganz, ganz viel Neid, ja, Neid, Habgier, sehr viel Konkurrenz, die sich eben auch zeigt, Eifersucht, starke Eifersucht. Auch da sind es die Dinge, du kennst es schon, ja, du weißt es zu handhaben und dadurch, weil du es schon kennst, kannst du mit dieser Situation mit Leichtigkeit umgehen, weil du verschwendest ja in dieser Gegebenheit keine Zeit mehr. Also mit gewissen Personen, ich sage das jetzt hier mal so, was dich mehr und mehr vereinnahmt hat in der Vergangenheit, darauf lässt du dich nicht mehr ein. Ja, Personen, Situationen. Gesundheitliche Aspekte, auch da wirst du diesbezüglich erkennen. Du wirst erkennen, was dann eben auch leichter für dich ist, wenn du dich von gewissen Dingen, die du vielleicht zu dir nimmst, ja, die in der Unverträglichkeit sind, was mit Dingen zu tun hat, ja, auch was dem Körper nicht gut tut, was sich mehr und mehr irgendwie auch angesammelt hat, ja, Ansammlungen in diesen Dingen des Parasiten. Es können auch hier Dinge sein, die dann nochmal mit der häuslichen Situation zu tun haben, dass du da irgendetwas organisierst, was mit Pflege etc. diesbezüglich auch zu tun hat. Gesundheitlich, Betrug, toxische Situation lässt du nicht mehr Revue passieren. Wenn das hier nicht zwei Personen sind, was ich ganz, ganz stark bekomme, es können sogar zwei Personen aus der Vergangenheit sein. Es kann hier eben auch sein, weil ich sehe für eine Person, was ich hier sagte, dass diese Person ganz, ganz starke Gefühle hat. Fühl bitte in dich hinein, du kennst deine Vergangenheit, du weißt, was du nochmal Revue passieren lassen möchtest und was eben aber auch nicht, ja? Was hast du schwer losbekommen? Was hast du hier ganz, ganz schwer losbekommen? Schau bitte. Du bist hier Forstens im Vertrauen, wir haben hier Trust. Forstens, du vertraust hier, du öffnest dein Herz. Dein viertes Chakra ist aktiviert, aber auch an Dingen, wo du jemanden Zutritt gewährt hast und man es irgendwo verspielt hat bei dir, wo du weißt, es tat dir in der Vergangenheit nicht gut. Da hast du diesbezüglich dein Herz jetzt verschlossen zu einer ganz, ganz bestimmten Person-Situation. Ja? Ich bekomme hier dieses Öffnen und Verriegeln. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Also schau da bitte, wer das ist, wer hier aus der Vergangenheit zurückkommen möchte. Jemand, der sich sehr, sehr lange auch zurückgezogen haben könnte. Wo auch diese Person könnte hier erkannt haben in Form Partnerschaft. Ja, das bekomme ich hier auch, dass man hier in einer toxischen Situation eben auch gefangen war. Schau aber auch auf die Dinge, wo jemand nur durch dich und mit dir ankommen möchte. Ganz, ganz wichtige Botschaft hier nochmal in diesen Gegebenheiten. Auch da wirst du mit Leichtigkeit erkennen. Ja? Diese Person hat geglaubt, man hätte ein leichtes Spiel mit dir da irgendwo, aber dadurch, dass du hier in der schnellen Weiterentwicklung bist, weil ich sehe hier eine immense Weiterentwicklung, dadurch weißt du auch, wo du deinen Fokus diesbezüglich jetzt setzt. Das heißt, was in Frage kommt und was eben nicht mehr in Frage kommt für dich in deiner Situation. Du bist hier mit dir selbst beschäftigt. Du schaust hier auf dich selbst. Wir haben hier die Königin der Münzen. Du bist dir absolut sicher in gewissen Angelegenheiten. Du fokussierst dich auf dich selbst. Du konzentrierst dich auf dich selbst. Auch in Kombination nochmal die Herrscherin. Du nährst dich. Du lässt gewisse Personen und Situationen, was sich im Parasit zeigt, nicht mehr in dein Leben eindringen. Das bekomme ich als ganz, ganz klare Botschaft hier. Das Rad des Schicksals, du zweifelst auch nicht mehr, was in den Zweifeln in der Vergangenheit war. Du informierst dich. Du bist gut informiert in gewissen Angelegenheiten. Das könnten hier auch nochmal Sorgerechtsthemen sein. Das könnten Dinge sein im Gesundheitlichen. Das könnten Dinge sein in jeglicher Form auch immer. Du bist gut informiert. Reisen etc. Ja? Also du informierst dich über die Dinge, Angelegenheiten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich sehe, dass du hier darauf vorbereitet bist. Du bist hier definitiv auf die Dinge vorbereitet, auf das, was jetzt kommen möchte. Man könnte hier sagen, du weißt es schon, was auf dich zukommt. Also auch da bekomme ich ganz, ganz eindeutige Botschaften. Entweder starke Spiritualität in den Dingen, wo du dich informierst, in den Dingen, was du jetzt eben auch anders machst, aufgrund, weil du es schon kennst. Du kennst diese Gegebenheiten schon in deinem Leben. Hier kommen turbulente Zeiten. Es zeigt sich ganz, ganz viel, aber du verlierst deinen Fokus nicht. Ja, du weißt, wo es hingeht, du weißt, was zu tun ist in dieser Situation. Ja, auch du weißt, was zu tun ist, betone ich hier nochmal, in dieser Situation, in dieser Angelegenheit. Der Turm. Etwas ganz, ganz Plötzliches, was hier offengelegt wird, auch durch das Außen erfährst du viele Dinge da nochmal. Etwas, was dir jemand näher bringen möchte. Jemand könnte hier ganz, ganz stark in der Offenbarung zu dir sein. Jemand, der bislang nur beobachtet hat, aus weiter oder naher Distanz. Das kann hier Internet, Social Media diesbezüglich sein. Auch da sind es die Dinge. Schau bitte, was liegt hier in den Dingen, was eben mit Betrug etc. zu tun hat. Wo sind es die Dinge, was du schon kennst, wo schließt du dich an, wo eben auch nicht. Ja, wofür öffnest du dich selbst und wofür dann eben auch nicht. Dann kann es hier einmal eine Krankenhausentlassung sein. Es kann generell eine Entlassung eben auch sein. Vielleicht auch jemand, der nur am Wochenende zu Besuch kommen kann. Darf auch etwas, was mit Gefangenschaft etc. zu tun hat, das bekomme ich hier auch gerade rein. Also etwas, was in der Inhaftierung diesbezüglich liegt. B10 des Wassers. Jemand zeigt sich weit, weit irgendwo entfernt. Das könnte eure Distanz einmal sein, wo gewisse Personen dafür gesorgt haben, dass etwas zwischen euch blockiert. Ja, wir haben hier auch sehr starke Eifersucht, sehr viele Dinge, die davon sprechen, dass zwischen euch etwas bewusst getan wurde, in dem Sinne, dass euch Hindernisse und Steine in den Weg gelegt wurden von anderen Personen, Drittpersonen. Ja? Auch einer von diesen beiden Personen kann das sein. Das kann durch eine Partnerin sein, das kann in jeglicher Form auch immer etwas sein, auch die Situationen im Außen, etwas, wo es einem nicht gut ging, etwas, wo man sich nicht gut gefühlt hatte, die familiären Umstände, Zustände etc. Etwas, was sich hier auch im Ausbruch zeigt, das bekomme ich global. Das, was ich bekomme Lawinen, ich bekomme Vulkane. Ja, und du gehst hier definitiv in deine Erfüllung, das weißt du. Also alles das, wo dir Steine in den Weg gelegt wurden, wird sich jetzt eine große Veränderung, ja, also eine sehr, sehr große Veränderung in deinem Leben zeigen, entweder mit dieser neuen Person. Schau da bitte, wer dir begegnen möchte oder vielleicht ist dir schon jemand begegnet. Und hier wird sich einiges in deinem Leben verändern. Es wird sehr, sehr schnell vonstatten gehen, aber du wirst hier definitiv ankommen und du wirst hier definitiv auch glücklich werden. Also Veränderungen mit starker Beschleunigung. Wir haben hier für dich die Entschlossenheit. Jemand ist hier absolut entschlossen, in eine Partnerschaft mit dir zu gehen. Dann ist es eine Person, die du schon kennst, aber auch wenn du jemandem begegnest, werdet ihr beide davon absolut entschlossen sein. Weil ich sehe deine Richtung, dass du wirklich da zu der Vergangenheit gewisse Dinge erkannt hast, dadurch ganz, ganz neu entstanden bist, dadurch ganz, ganz Neues in Erwägung ziehst, dadurch bist du in diesen Dingen, dass du auch in Themen keine Zeit mehr verschwendest. Das heißt nicht von jetzt auf gleich etwas heiß über Kopf zu überstürzen, das liegt hier nicht, ja, weil hier ist es nochmal, dass du die Dinge eben auch erkennst. Ja, das, was ich hier zu Anbeginn eben auch sagte. Und dadurch, dass du eben schon gewisse Erfahrungen und Erlebnisse hattest, wird es dann auch natürlich nicht so einfach für diese Person sein, vor allem nicht für diese Person aus der Vergangenheit, was einst geschehen ist, ja, wenn du dafür dann eben auch schaust. Aber hier sind es die Dinge, wo du weißt, was du möchtest, dein Fokus, deine Entschlossenheit, du weißt, wo es hingeht, ja. Die Reise, deine Veränderung, deine berufliche Situation, die Liebe, die Partnerschaft, du weißt, wo es letztendlich hingeht. In diesen Dingen. Ich sehe hier vereinzelt auch Anträge, ja, dass man dir einen Antrag macht. Wenn du schon in einer Partnerschaft bist, sehe ich, dass jemand absolut fest davon entschlossen ist, hier dir einen Antrag zu machen, weil man hier vielleicht noch Themen hatte aus einer vergangenen Partnerschaft, hier noch Themen eben auch waren, aber wenn, dann weißt du das eben auch schon, dass es sich hier vielleicht um Sorgerechtsangelegenheiten gehandelt hat oder dass hier diverse Dinge aus der Vergangenheit eben in der Vergangenheit stattgefunden haben, wo man jetzt erst bereit ist für diese Beziehung, für diese Partnerschaft, ja? Schau da bitte. Dann haben wir hier das kalte Herz und das sind eben auch die Dinge, was sich hier schon gezeigt hat, toxische Situationen, vergangene Partnerschaften, Gefühlslosigkeit, sehr, sehr kalt, jemand war hier in diesen Dingen, nicht wahr, sondern hier ist jemand in diesen Dingen. Also das betone ich hier nochmal, dass du dadurch eben auch erkennst, ja, in der Betrugssituation, wo hier jemand nur einen gewissen Fokus hatte, und das weißt du jetzt für dich, wer das von diesen Personen ist, ja, ob das hier die weibliche oder männliche Personen sind. Du weißt es jetzt, wer es von diesen Personen ist, vergangene Partnerschaft oder generell da in Dingen, ja, weißt du, berufliche Situation, irrelevant was das ist, du weißt, dass jemand in diesen Dingen da sehr, sehr herzlos ist, ja. Also man hat hier ein kaltes Herz und geht hier über, ja, Leichen bekomme ich hier, ja. Man kennt keine Tabus, es gibt keine Tabus. Betrugssituation, weil jemand keine Gefühle hat. Hier sind keine Gefühle. Auch an diesen Dingen, was ich hier sagte, was du nicht mehr zulässt, davor verschließt du jetzt dein Herz. Das erkennst du, ja. Also du wirst hier nur noch dein Herz für das Wahre öffnen, so bekomme ich das hier. Jemand hat dich sehr, sehr stark oder zwischen euch, man wurde stark manipuliert. Ja, sehr, sehr stark. Schau mal bitte, was sie hier auf den Kopf trägt. Also starke, starke Beeinflussungen, was du diesbezüglich eben jetzt nicht mehr geschehen lässt. Oder aber, dass jemand hier aus der Vergangenheit kommen möchte und dir da in diesen Dingen eben auch die Liebe gesteht und du dich hier aus einer Situation jetzt befreit hast, wo du es in der Vergangenheit nicht konntest. Ja, weil hier sind definitiv mehrere Personen, die sich dann eben zeigen. Wir haben hier den Adligen, wir haben hier andere Personen noch, so oder so ganz, ganz viele Personen, die dann hier eben diesbezüglich auch schauen. Wenn du Single bist, wie schon gesagt, wirst du jemandem begegnen. Man entschließt sich jetzt auch für neue Wege. Ja, das können Umzüge sein, das können partnerschaftliche Verträge sein. Ja, auch wo man jemanden eben aufgrund, vielleicht gehst du auch raus, dass du kündigst, dass du in diese Situation mit dieser Person, in dieser Institution, Gegebenheit nicht ankommen wirst, das spürst du, ja, wo du dann in andere Dinge gehst, wo du dich viel befreiter und unabhängiger eben diesbezüglich auch fühlst, wo dich etwas nicht mehr so stark vereinnahmt. Viele Beschlüsse, Neubeschlüsse, ein Beschluss, der stattfinden wird, in Angelegenheiten, Dinge, noch einmal die Außensituation. Du wirst klare Entscheidungen treffen, jemand trifft klare Entscheidungen. Ich sehe auch, wenn du hier für jemanden schaust, in der Liebe, diese Person möchte keine Zeit mehr verschwenden. Man erkennt hier, dass man ganz, 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 ganz lange, ja, das sind hier schon ich weiß nicht, vielleicht 5, 6 Jahre. Man hat ganz, ganz lange seine Zeit verschwendet oder sogar noch mehr. Hier kommt ein großes Bewusstsein, wo man jetzt es erkennt, ja. Ich weiß nicht, hier war man irgendwie so stark, wurde man hier vereinnahmt, ja, was die Karte der Parasit schon sagt, um diese Karte einmal in dieser befangenen Situation, diese toxische Situation, wo man vielleicht auch Sorge und Ängste hatte, ja, dass sich hier jemand irgendwie rächen möchte. Hier liegen eindeutige Rachegelüste diesbezüglich eben auch. Aber erst jetzt kann man sich irgendwie auch überwinden. Jetzt lässt man keine Zeit mehr verstreichen. Jetzt weiß man, was man möchte. Also ich sehe, dass sich jemand hier definitiv offenbaren wird. Das könnte auch jetzt etwas sein, was dich erstmal irgendwie so traurig stimmt, aber letztendlich werdet ihr hier eine Einheit sein, eins sein. Auch Freundschaften. Ja, also Freundschaften auch in diesen Dingen. Du weißt in deiner Situation, was dich gehindert hat an den Vorangehensweisen. Wer oder was dich gehindert hat, voranzuschreiten. Wer oder was dich gehindert hat, in einer Elanlosigkeit zu sein. Wer oder was dich daran gehindert hat, aus der Situation nicht rauszukommen. Hier hat sich jemand auch selber etwas verboten. Selbstverbot. Hat hier zu viel auf Freunde und Gegebenheiten gehört. Ja? Fokus ist hier bitte, bekomme ich gerade rein. Das Neue, was entstehen möchte und nicht diese Kelche, die hier leer sind. Fokus ist nicht Vergangenheit, Fokus ist Gegenwart und Zukunft. In der Vergangenheit gibt es nichts mehr. Es gibt hier nichts mehr. Ja, das bekomme ich eindeutig so rein, dass man hier diese Entscheidung jetzt für sich treffen darf, und sich öffnen darf für die Dinge, die ihm jetzt geschehen werden. Hier war jemand sehr durch den Verstand geprägt, sehr kühl. Es könnte auch sein, dass es hier mit Personen zu tun hatte, Elternhaus etc., dass man hier so sehr stark im Kopf und in den Gedanken gefangen war. Ja, eher so das rationale Handeln, eher, dass man nie wirklich aus sich raus konnte. Hier konnte jemand seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen. Es ging einfach nicht. Und es kann sein, diese Person, das liegt ja so oder so hier, dass jemand dich schon sehr, sehr lange beobachtet, eben auch. Du weißt es vielleicht gar nicht, ja, und spürst es irgendwie nur. Und diese Person kann seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen. Es geht einfach nicht. Obwohl das Herz hier sehr stark schlägt für dich. Also es ist so, dass die Vergangenheit nicht nur geprägt hat, sondern es ist programmiert. Es liegt in der Programmierung. Ich sehe irgendwie nur 3 Knöpfe. Einmal den Knopf an, aus und irgendwie Befehle befolgen. So bekomme ich das hier rein. Programmiert und gesteuert. Ich sehe auch, dass Leichtigkeit für diese Person ein Fremdwort ist. Fremdwort in dem Sinne... Man darf es nicht. Entschuldige, das hat hier gerade gestoppt. Das triggert hier extrem. Ich wiederhole das hier nochmal. In den Dingen irgendwie bekomme ich hier auch gerade rein, dass jemand nicht verstehen kann, dass du hier so in deiner Leichtigkeit bist. Wie kannst du damit umgehen, dass du hier etwas Neues zulässt? Hast du ihn oder sie schon vergessen? Das bekomme ich hier gerade sehr stark rein. Jemand zeigt sich hier in den Dingen, dass er es nicht verstehen kann, wie man von jetzt auf gleich etwas Neues oder anderes zulassen kann. Vor allem sehr schnell, ja? Ich weiß jetzt nicht, wer das hier ist in deinem Leben. Es kann auch sein, dass diese Person, weil man ja hier so stark beobachtet, ja, das ist auch Kontrolle hier, definitiv für eine Person, wo man eben diesbezüglich auch kontrolliert, was du so tust, was du so machst, auch im Beruflichen. Und diese Person vielleicht auch geglaubt hat, du würdest diese Person nie vergessen. Ja, weil irgendetwas wird jetzt diese Person erfahren, wo es aber zu diesem Ereignis kommt. Es wird sich aufgrund einer Gegebenheit, was man hier so über dich erfährt oder wo man sich stark für dich interessiert, wird es einen Antrieb geben, einen Anlass dafür geben, um mit dir in die Kommunikation zu gehen. Und das, was hier so kommt, kann auch noch mal etwas kühl sein, ja. Wir haben hier sehr viel Unnahbarkeit eben auch, aber aufgrund der Vergangenheit einst, ja, irgendwie so programmiert zu sein. Ich sehe auch, dass man es jetzt anders machen möchte. Wir haben hier die Eule. Man möchte etwas anders machen als bislang. Und etwas ganz, ganz Bestimmtes, was man dann irgendwie beobachtet, dadurch, dass sich etwas Neues, Romantisches in der Liebe eben auch zeigt. Amor ist hier unterwegs, ja, dass da sich etwas bei dieser Person, da tut sich etwas auf. Ja, wir haben zweimal den Turm und der ist nicht ohne. Diese Person hat auch Sorge, dass du nicht mehr möchtest. Kommt natürlich jetzt auch auf den Zeitraum an. Ja, ich sehe nur, dass du dich hier weiterentwickelst, dass du eben nicht mehr zurückschaust. Ja, auch was ich hier sagte mit der Rache, wir haben hier auch die Wut und die Ketten. Jemand ist wütend. Man ist wütend. Wie kannst du in eine andere Beziehung gehen? Wie kannst du so schnell dich vielleicht auch ablenken? Vor allem ist das hier jemand, der beobachtet hier vielleicht schon 10 Jahre und kann aber selbst nicht über den Schatten springen und ist dann auch wütend. Das sehe ich hier, ja, für eine Gruppe, für 1, 2 Personen. Dass diese Person geglaubt hat, ihr seid immer miteinander verbunden, aber du hier auch in diesen Dingen bist, dass du nicht mehr wartest. Du wartest definitiv nicht mehr. Das liegt hier ganz, ganz eindeutig so. Weil hier ist die Gegebenheit. Die innerliche Wut, die kann man hier nicht mehr unter Kontrolle halten. Die Eskalation, und das war, glaube ich, auch in den vergangenen Tagesbotschaften, ja, wo ich dann sagte, jemand ist innerlich, ein Gefühlsausbruch kommt. Aber der Gefühlsausbruch hat hier definitiv mit Liebe zu tun, mit Entschlossenheit zu tun, mit eurer Verbundenheit. Hier bekomme ich immer und immer wieder, man hat geglaubt, man wäre hier immer in dieser Verbundenheit, und jetzt, wo du dich weiterentwickelst, jetzt, wo du etwas Neues eben in Erwägung ziehst, jetzt, wo du umziehen möchtest vielleicht, jetzt, wo du das Land, die Stadt etc. verlassen möchtest, jetzt, wo du die Firma auch, ja, vielleicht arbeitet ihr zusammen, jetzt, wo du weg bist, du bist nicht mehr greifbar in diesem Sinne, jetzt wacht hier jemand auf. Ja, aber diese Person hat über den ganzen Zeitraum, irrelevant wie lange es hier war, dich beobachtet. Die ganze Zeit. Aber man hat es sich selber verboten, durch Freunde, Umstände, ja, der Adlige. Man darf nicht, das gehört sich nicht. Was sollen die Leute denken? Gesellschaft, ja, Unterschiedlichkeiten. Einer ist von der Rasse, der andere ist von dieser Rasse, ja, Zugehörigkeit. Solche Themen bekomme ich hier. Man darf nicht, man kann nicht, aber diese Person ist fast umgekommen vor diesen starken Gefühlen zu dir. Es kann auch sein, bekomme ich hier auch für eine Gruppe, weil das Ereignis kommt definitiv hier. Das ist irrelevant, wenn du hier schaust, ob das mit einer neuen Person ist, ob das im Beruflichen ist, ob das deine Sehnsüchte sind, ob das die Dinge sind, die du für dich planst, die Zukunft, die Dinge eben, wo du jemandem begegnen wirst. Das liegt hier ganz, ganz eindeutig so. Aber hier kann es auch sein, dass diese Person, ja, obwohl ich die innerliche Explosion der Gefühle bekomme, weiter hier nur beobachtet, weil man sich nicht traut. Hier ist es auch so, jemand ist wütend über seine Gedanken, dass man nicht rauskommt aus diesem Gedankenmuster. Es plagen einen die Gedanken. Was willst du wohl tun mit dieser anderen Person? Wer zeigt sich denn da wohl? Wie sieht er oder sie aus? Ja, also das bekomme ich hier auch gerade rein. Also einmal mit der Karte die Verbundenheit. Ihr seid hier ganz, ganz stark miteinander verbunden. Jetzt wird man diese Dinge heilen. Ein Wort kann einen Kampf beenden, eine Umarmung kann eine Beziehung retten. Eine Person wird dein Leben verändern. Dann haben wir einmal hier die Karte Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, Liebe ist der beste Heiler für Verspieltheit. Also du gehst hier definitiv in ein Treffen, jemand wird dich kontaktieren, auch gemeinsame Aktivitäten, Dinge, wo du jetzt einfach geschehen lässt. Du öffnest dich und du lässt einfach geschehen, indem du hier vollstens in deinem Vertrauen bist, was in der Liebe auf dich zukommen möchte. Denn ihr beide wurdet hier von Amors Pfeil getroffen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.